So, ihr Lieben, ich starte, glaube ich, dieses Video, ich weiß nicht, zum fünften Mal oder so, weil ich gar nicht weiß, wie ich so wirklich anfangen soll. Ich rück die Kamera auch nochmal ein bisschen gerade. Ich habe auch eigentlich nicht vor, dieses Video hier zu schneiden und großartig irgendwie zu bearbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern mit meiner Freundin gesprochen und meinte so ganz ehrlich, ich habe irgendwie überhaupt gar keine Videoideen. Denn alle Videoideen, die ich mir in meinen Planer geschrieben habe, mussten auch abgesagt werden. Wegen der aktuellen Lage und wegen der aktuellen Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch am Anfang so, oh mein Gott, ja, das wird sich eh wieder alles legen. Aber erst jetzt, so wirklich, hat hoffentlich auch jeder den Sinn dahinter verstanden. Und zwar geht es darum, dass es sich nicht weiter ausbreiten soll. Wie ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr die Italien-Lage verfolgt. Ich gucke zum Beispiel super gerne die Stories von Chiara Fergani, heißt die, glaube ich. Und die postet so täglich, was da so in Italien abgeht. Und da müssen die ja schon so Entscheidungen treffen, wer wird jetzt behandelt, wer ist älter, wer hat es nötiger, weil die halt eben keine Plätze mehr haben im Krankenhaus. Und das kommt dazu, wenn wirklich alle auf einmal und viele, viele Menschen auf einmal eben krank werden und eben, ja, den Leuten nicht mehr geholfen werden kann. Wenn den Leuten natürlich nicht geholfen werden kann, gerade denen, die irgendwie ein sehr schwaches Immunsystem haben, die irgendwelche Vorerkrankungen haben oder ganz alten Menschen eben, wenn denen eben nicht mehr geholfen wird, aufgrund des Platzmangels, aufgrund der Kapazitäten, aufgrund irgendwelcher Atemmasken, die nicht vorhanden sind. Und dann kommt es eben dazu, dass manche Leute dann eben von uns gehen. Und das finde ich halt so krass an der ganzen Situation, dass viele Menschen so egoistisch denken. Wir sind halt eben Menschen. Menschen sind egoistisch. Ich bin auch bestimmt egoistisch. In erster Linie sollte man natürlich an sich selber denken. Aber in zweiter Linie sollte man ein bisschen nachdenken und nicht einfach nur sagen, okay, weil ich jetzt eventuell wieder gesund werden könnte, jucken mich alle anderen nicht. Es kann einfach nur sein, dass ich irgendwie was anfasse, wo dann irgendjemand anderes, gerade so Metallflächen oder so. Nehmen wir mal an, ihr fasst irgendwie einen Fahrstuhl an, da kommt eine alte Omi, die ist ganz alt und kann keine Treppen laufen, muss den Fahrstuhl auch betätigen und fasst da auch dran und denkt sich so, ach, hier habe ich gerade mal was an der Nase. Wie oft fassen uns bitte schön unbewusst ins Gesicht, Leute? Wie oft, ne? Ich frage mich das immer wieder. Und gerade jetzt zu dieser aktuellen Situation, immer wieder, wenn ich in der Stadt war, auch nur ganz kurz was erledigen, ich hatte immer das Gefühl, mich juckt hier was. Ich wollte mich extra hier anfassen, wobei ich ganz genau wusste, ich soll es nicht. Aber wisst ihr, man macht das halt unbewusst einfach mal so, irgendwie mal ins Auge, an den Mund oder man hat hier irgendwie was. Wisst ihr, wie ich meine? Es passiert so schnell und dann hat man es schon. Und dann seid ihr dafür verantwortlich, dass es eben einer Oma, weil ihr zu egoistisch wart und eben nicht zu Hause bleibt und eure unnötigen Shoppingtouren oder was weiß ich macht oder euch mit 10.000 anderen Freunden trefft und ihr es eventuell dann schon habt, ansteckt. Und diese Omi wird dann halt eben nicht mehr gesund. Und das finde ich halt so krass. Viele sind so egoistisch, gehen dann irgendwie feiern und denken sich so, boah, das ist mir doch total egal und ich werde doch eh wieder gesund. Ja, natürlich werdet ihr gesund, aber denkt doch einfach mal an das, also an das schlimmere Szenario. Aber es betrifft ja auch zum Beispiel Leute, die ihr jetzt nicht persönlich wirklich kennt. Eure Nachbarin, die zum Beispiel in derselben Wohnung wohnt wie ihr oder so, das geht ja wirklich alles super, super schnell, sonst hätten wir halt nicht diese Zahlen, die wir aktuell haben. Und ich habe halt auch das Gefühl, so ein paar Leute aus meiner Familie, so die halt ein bisschen jünger sind, die nehmen das gar nicht so ernst und also was die Eltern sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache halt eben dieses Video und möchte gerne auch an euch draußen appellieren. Vielleicht nehmt ihr das ja ein bisschen ernster, wenn ich euch das sage. Seid bitte nicht so egoistisch, wenn ihr zu Hause bleiben könnt, dann macht das auch. Die Schulen sind jetzt zu, die Unis sind zu, Kindergärten sind zu, weil es jetzt wirklich echt nicht gerade toll ist, gerade für Eltern, die eben kleine Kinder haben, die arbeiten gehen müssen. Das ist wirklich eigentlich eine Riesenkatastrophe, aber es geht halt anders nicht. Wenn ihr ganz genau wisst, ihr seid gesund, dann bietet euch eventuell an, auf die Kinder aufzupassen oder wenn irgendwie alte Leute bei euch in der Wohnung leben, die ihr irgendwie kennt. So, sorry, Manu ist gerade reingekommen. Also wenn ihr wirklich wisst, dass irgendwie ältere Leute bei euch im Haus wohnen oder irgendwie eure Nachbarn oder sonst wer, bietet euch einfach an. Ihr müsst da auch nicht so viel Kontakt mit den Leuten haben, sondern fragt einfach, hey, auch telefonisch oder, keine Ahnung, man kann ja im Telefonbuch gucken, wie die Leute heißen, beziehungsweise man weiß, wie die Leute heißen, aber einfach im Telefonbuch nach der Nummer suchen oder irgendwie klingeln. Man muss ja irgendwie auch nicht komplett nah an die Person ran, sondern kann auch von Weitem fragen, wenn man geklingelt hat, hey, brauchen Sie was, soll ich Ihnen helfen? Und da müsst ihr auch nicht unbedingt irgendwie den Leuten zu den Leuten reingehen, denen alles einräumen, sondern wirklich nur die nötigsten Lebensmittel, vielleicht auch Getränke, gerade für die Leute, die nicht schwer tragen können oder so. Da könnt ihr doch wirklich mal euch anbieten und halt sagen, hey, braucht ihr irgendwie meine Hilfe? Und wie gesagt, ihr müsst es denen nicht vor die Nase abstellen, sondern einfach nur vor die Haustür und sagen, hey, es ist jetzt da, halt wie so ein kleiner Lieferdienst. Und euch eben anbieten zu helfen, weil ich glaube, das ist auch super, super wichtig, gerade in der Situation, dass solchen Leuten, die eben auch besser nicht rausgehen sollten und halt einkaufen gehen sollten in diesen Mengen, das verstehe ich auch nicht. Total viele denken sich so, boah, ich will mich bloß nicht anstecken, aber die gehen alle trotzdem in diesen Massen einkaufen und das finde ich so richtig so
keine Ahnung, das passt doch gar nicht zusammen. Also wenn ihr irgendwie Angst habt und auch so viele Hamstereinkäufe tätigt, zu den Hamstereinkäufen sage ich gleich auch nochmal was, dann geht man doch nicht in solchen Mengen einkaufen, also in solchen Massen vor allem. So jeder schiebt einen Einkaufswagen, fasst den Einkaufswagen an. Naja, auf jeden Fall, genau, kommen wir nochmal ganz gut zu den Hamstereinkäufen. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich verstehe dieses Drama darum gar nicht, warum jeder Influencer sagt, oh, warum macht ihr denn diese Hamstereinkäufe? Es wäre ja so sinnlos. Natürlich, in einem gewissen Maße ist es sinnlos, jetzt irgendwie die 20. Packung Ravioli zu kaufen oder die 50. Packung Klopapier. Es gab ja jetzt auch so einen Vorfall in Osnabrück, das fand ich auch hammerhart. Der Mann wollte 50 Kilo Mehl kaufen, also sorry, wir leben ja hier nicht, keine Ahnung, in einem Land. Ich habe mich wirklich nur an meiner eigenen Spucke gerade verschluckt, also macht euch keine Sorgen, weil ich gerade so schnell geredet habe. Aber dieser Mann tut wirklich so, als wären wir hier bei The Walking Dead. Also so schlimm ist es ja jetzt nun wieder auch nicht. Und ich weiß jetzt nicht, was man mit 50 Kilo Mehl anfangen möchte. Also ist doch irre. Und dann kam es da auch an der Kasse zu einer Auseinandersetzung. Das fand ich so krass, als ich das gelesen habe, wo ich mir auch einfach nur dachte, also das sollte man wirklich nicht tun. Ein weiterer Aspekt, also ich habe zum Beispiel auch eine Kiste Meerwasser gekauft, als ich eigentlich sonst kaufe. Oder zum Beispiel anstatt ein Päckchen Nudeln habe ich auch mal drei Päckchen Nudeln gekauft. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das ist ja noch in Ordnung. Ich habe jetzt keine 50 Päckchen Nudeln hier gekauft oder 20 Dosen Ravioli. Ich habe jetzt zum Beispiel drei Dosen Ravioli oder vier Dosen Ravioli gekauft. So, man hat natürlich schon so ein paar Vorräte oder Klopapier gibt es in Berlin nirgendwo mehr. Das fand ich auch so erschreckend. Ich bin bestimmt zu sechs Läden gefahren, es gab nirgendwo mehr Klopapier. Und es war aber schon länger her, das war vor 2 Wochen oder so. Und da habe ich mir gedacht, ich habe darauf wirklich keinen Bock mehr, weil ich kann mich doch nicht in ganz Berlin jetzt hinsetzen, meine Zeit verschwenden und nach Klopapier suchen, so, ne? Und da habe ich mir das halt einfach online bestellt. Beim Rewe-Lieferdienst habe ich mir jetzt auch, glaube ich, drei Päckchen bestellt mit 16 Rollen, aber keine 10 Päckchen. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt genau dieser Punkt. Man kann hamstern in einem gewissen Sinn, ja. Ich meine, jeder kauft sich ja irgendwie Vorräte, damit er jetzt nicht jede Woche irgendwie zwei, dreimal einkaufen gehen muss. Ist ja irgendwo klar. Ich habe mir jetzt so gekauft, also was gekauft, dass ich jetzt für 2 Wochen, sage ich mal, genug Essen habe oder für 3 Wochen, vielleicht auch für einen Monat, dass ich halt eben nicht mehr einkaufen gehen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich habe jetzt nicht so gehamstert, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt 10 Päckchen Mehl zu Hause. Oder keine Ahnung, also klar, jeder hat in einem gewissen Sinn sich ein bisschen Vorräte gekauft, das ist auch nicht falsch. Und deswegen verstehe ich viele Influencer gar nicht, wie die das so verurteilen können und sagen können, boah, das ist voll schlimm. Es ist nur schlimm, wenn ihr so übertreibt, dass ihr 100 Päckchen Nudeln kauft oder 20 Päckchen Nudeln, was wirklich, wirklich, wirklich unnötig ist. Weil man muss in diesem Punkt, das möchte ich auch nochmal hier gerne ansprechen, ist ja wirklich schön, wenn ihr alle berufstätig seid oder keine Ahnung was, genug Geld habt, um euch Essen zu kaufen. Das ist nämlich der größte Luxus, mit dem man sich wirklich echt ja, glücklich schätzen kann. Aber es gibt auch eben wiederum Leute, die täglich zur Tafel gehen oder eben gar kein Geld haben. Das habe ich nämlich auch auf Instagram bekommen. Tja, wenn man sehr gerne Vorräte einkaufen gehen würde, aber einfach kein Geld dazu hat. Und da muss ich ganz wirklich sagen, ganz ehrlich sagen, kamen mir echt die Tränen, wo ich dann halt auch drei, vier Leuten angeboten habe, denen zu helfen mit Lebensmitteln. Und ja, oh Gott, jetzt kommen mir ein bisschen die Tränen, weil ich finde sowas echt ganz, ganz schlimm, wenn man so sagt, dass man halt für Essen in dem Sinne kein Geld hat. Ja, auf jeden Fall habe ich mich da angeboten, da zu helfen. Es gibt ja Lieferdienste, wie gesagt, die liefern jetzt auch nicht nur in Großstädte, sondern auch in etwas kleinere Städte. Und da habe ich zum Beispiel dann halt auch geholfen, habe halt gefragt, hey, was braucht ihr? Haben wir Wasser geholt und so weiter. Da sehe ich mich auch irgendwo in der Verpflichtung so, meinen Abonnenten, die mir halt täglich was zurückgeben, auch was zurückzugeben, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht vor Ort sein kann. Und da habe ich jetzt für drei, vier Leute eingekauft. Ja, ich hoffe, ich mache damit jetzt keinen Fehler, dass ich das öffentlich sage. Aber wie gesagt, ihr müsst euch immer vor Augen halten, die Leute, die eben kein Geld haben, können nicht in Mengen einkaufen gehen. Und dann fehlt natürlich auf einmal alles und die kriegen gar nichts mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt wirklich dieses egoistische Denken, man kann wirklich ein bisschen was einkaufen, haben wir auch gemacht, gar keine Frage. Wir haben auch keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viele Flaschen Wasser wir hier stehen haben, aber halt, ich habe wirklich so von jedem so ein, zwei Sachen mehr gekauft, als ich sonst kaufe, ne? Also es ist halt alles so im Rahmen, wisst ihr, wie ich meine? Damit ich halt eben nicht rausgehen muss, weil ich nicht unnötig rausgehen möchte. Aber wie gesagt, es gibt auch eben Leute, die haben nicht so viel Geld. Deswegen denkt doch mal bitte ein bisschen auch an die Leute. Kauft denen nicht alles weg. Gerade die Leute, also ich habe auch jetzt zum Beispiel, mein Vater hat mir jetzt so, ach jetzt auf dem Handy habe ich kein WhatsApp, scheiße. Auf jeden Fall hat mir mein Vater gerade ein Bild geschickt von Edeka.
Die waren nämlich auch einkaufen, weil die halt am Wochenende immer einkaufen gehen. Jetzt hat jetzt nichts mit Vorräten oder so zu tun, aber meine Eltern so gesehen sind halt eine Großfamilie, weil da halt mehrere Leute im Haus leben und deswegen, die haben immer Vorräte. So wisst ihr, wie ich meine? Deswegen sind die da auch gar nicht so eskaliert und haben da irgendwie alles gekauft. Und mein Vater hat mir eben gerade ein Bild geschickt von dem Edeka-Regal, wo wirklich nur diese teuren Nudelmarken vorhanden waren. Sonst diese ganzen Sachen von gut und günstig, glaube ich, heißt es bei Edeka, waren alle komplett weg. Und dann fragt euch mal, wenn jetzt jemand ein paar Vorräte, sage ich mal, einkaufen muss oder möchte und kein Geld hat, wie soll er sich das dann leisten, wenn eine Nudelpackung jetzt nicht irgendwie nur 50 Cent kostet, sondern 2,99 € von der teuersten Marke eben, dann können sich das die Menschen nicht leisten. Und deswegen, das finde ich halt auch so krass. Also klar, man sollte irgendwie schon ein paar Vorräte haben, aber man sollte es halt nicht so krass übertreiben. Und ich finde es halt auch irgendwo unverantwortlich von den Märkten, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass man, also ich zum Beispiel in Osnabrück haben die gesagt, nee, kriegst du nicht. Aber dass man dann nicht sagt, hey, sorry, brauchst du jetzt wirklich diese 20. Nudelpackung hier? Also du kannst wirklich so drei, ich hätte gesagt, von jedem, was man einkauft, drei Packungen. Ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch von den Märkten, dass da jetzt nicht mal eingeführt wird, dass jeder pro Person wirklich nur drei Sachen kaufen kann, drei gleiche Sachen. Und wenn das halt eben nicht der Fall ist, dass sie das da eben nicht erwerben können. Weil das müsste eigentlich reichen für einen ganz normalen Haushalt mit, keine Ahnung, drei, vier, höchstens fünf Personen. Und deswegen verstehe ich das halt wirklich nicht, wie Menschen, also das ist halt wirklich super egoistisch. Oder auch dieses Horten von Desinfektionsmittel. Also Leute, ich zeige euch mal ganz kurz was. Ich komme gleich wieder. So Leute, ich habe mir hier diese kleine Desinfektionsflasche gekauft. Nicht als es da jetzt schon kein Desinfektionsmittel mehr gab, sondern die ist schon echt älter. Ich glaube, 3 Monate habe ich die hier schon zu Hause. Und seitdem sich diese Situation eben zugespitzt hat, benutze ich das eigentlich schon. Täglich, würde ich behaupten. Täglich, so zweimal am Tag, wenn ich halt gerade so draußen war oder so. Oder ja, generell. Ich benutze das täglich seit 4 Wochen vielleicht. Ja. Und guck mal bitte, wie viel da noch drin ist. Und das sind 100 Milliliter. Das ist jetzt nicht gerade viel, ne? Dieses Fläschchen reicht schon einen Monat. Ja, Manu benutzt es auch ab und zu mal. Und man braucht davon nicht viel. So. Dann gibt es Leute. Mir wurde ein Video geschickt auf Instagram, ich würde es so gerne hier einblenden, ich kann aber nicht, wo ich mir nur so dachte, oh mein Gott. Im Rossmann gab es ein Video von einer Frau, ihr kennt doch diese Isana, diese kleinen Gele, diese Handgele, die bringen nicht mal was gegen Viren, glaube ich. Wurden gerade frisch aufgefüllt, Ware ist gekommen. Und was macht die Frau? Schaufelt sich diese ganze, also weil die ja nur 50 Cent oder 99 Cent oder so kosten, schaufelt sich die ganze Packung, also was ist die ganze Packung, aber alles, was da drinne war, hat die sich in ihren Korb reingeschaufelt und hat das gekauft. Wozu? Also was macht man denn so viel mit so viel Zeug? Ich verstehe das nicht. Trinkt ihr das oder schmiert ihr euch das in die Augen oder geht ihr damit duschen vielleicht? Ich weiß es nicht. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Weil warum kauft man Leuten, die wirklich zum Beispiel Wunden desinfizieren wollen oder gerade, keine Ahnung, es wirklich brauchen, das finde ich wirklich ein Unding. Warum kauft man das diesen Menschen leer? Was macht man damit? Ich frage mich, was macht man damit? Habt ihr zu Hause keine Seife? Ich verstehe das wirklich nicht. Also gerade wenn irgendwie so ein Artikel ausverkauft ist, haben die Leute einen Drang, das kenne ich auch von mir selber. Beispielsweise ein Pullover ist ausverkauft, dann will ich den unbedingt haben, weil der halt eben ausverkauft ist. Und so ist es mit Desinfektionsmittel auch. Jeder will das unbedingt haben, weil es eben Mangelware ist. Und das finde ich halt wirklich echt erschreckend, weil Desinfektionsmittel, seid mal ehrlich, wann habt ihr euch davor die Hände desinfiziert? Also ich, wo ich draußen war, nicht einmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer auf öffentlichen Toiletten immer. Aber sonst habe ich mich nicht einmal draußen die Hände desinfiziert. Ich bin nach Hause gekommen, habe mir die Hände ganz normal gewaschen und gut ist. Ja, mehr muss man da auch nicht machen. Und auch diese Atemmasken, ich habe selber eine. Da wurden mir auch ganz viele Vorwürfe gemacht auf Instagram, warum ich denn den Leuten oder den Krankenhäusern die Masken wegkaufe. Leute, ich habe diese Masken in meinem Büro vorgefunden, weil sie mir eine Followerin geschickt hat. Und das fand ich auch irgendwie ganz süß, weil die sich halt Sorgen macht. Und genau, da hat sie mir halt ein Päckchen zukommen lassen. Und dann habe ich eben so eine Maske, wisst ihr, wie ich meine? Und dann kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich so eine habe, weil das Ding ist halt, man fasst sich eben unbewusst einmal hier so hin, da so hin in die Augen. Und durch diese Maske verhindert man das ja, dass man sich irgendwo hier rumgrabbelt. Wie gesagt, gerade wenn ich irgendwie draußen war, ich hatte immer das Gefühl, ich muss jetzt hier irgendwie, irgendwas juckt hier so. Wisst ihr, das ist so dumm eigentlich, aber. Es ist einfach so, man fasst sich jetzt irgendwie, also man weiß es, dass man sich irgendwie nicht anfassen darf, aber man denkt, es juckt hier irgendwo und es ist ganz, ganz schlimm. Man, das ist halt einfach der Kopf, der das halt macht. Und ja, deswegen würde ich euch wirklich bitten, wenn ihr so einkaufen geht, das könnt ihr alles machen, ihr könnt auch Vorräte besorgen, aber
nicht unmenschliche Vorräte, die man wirklich nicht braucht, weil das Zeug vergammelt auch irgendwann. Das werdet ihr nicht alles essen. Und gerade so Leute, die eben halt kein Geld haben, für die ist es dann wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Ein sehr großes Problem, weil die können nicht irgendwie 4, 5 Mal, 6 Mal im Monat oder 6 Mal in der Woche einkaufen gehen, sondern da, wenn das Geld halt da ist, wird einmal eingekauft und dann denkt man sich so, toll, jetzt kann ich nicht mehr einkaufen gehen, weil es ist irgendwie alles weg. Die ganzen Sachen, die wir sonst immer gekauft haben, sind nicht da. Wie sollen die sich dann organisieren? Das ist jetzt so meine Frage an euch. Deswegen seid bitte immer nicht so egoistisch und seid immer vorsichtig. Bleibt, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, wirklich zu Hause. Trefft nicht unnötig irgendwelche Freunde. Weil wie gesagt, es ist in erster Linie natürlich nicht so schlimm für euch, aber Leute, denkt bitte ein bisschen an die anderen Leute. Bietet euch an, wenn ihr helfen könnt. Ja, und nimmt die Sache echt ein bisschen ernster. Ich habe auch gedacht, das ist einfach nur irgendwie so eine kleine Grippe. Ist doch gar nicht so schlimm, aber ihr seht ja diese Ausmaße aktuell. Und ihr denkt doch nicht, dass das die ganzen Länder, die jetzt schon uns ein bisschen voraus sind, das alles aus Spaß machen. Denkt ihr jetzt wirklich, die schließen die Schulen aus Spaß, weil die einfach keinen Bock haben? Nee, das ist es definitiv nicht. Deswegen, ja, ist echt krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie dazu kommt. Deswegen würde ich euch wirklich alle bitten, wenn ihr zu Hause bleiben könnt, dann bleibt wirklich zu Hause. Geht nicht mit Freunden irgendwie draußen, irgendwie was machen oder abhängen oder chillen. Bleibt einfach zu Hause, guckt ein bisschen Netflix, lest Bücher, lernt für die Schule. Ich habe jetzt auch gehört, ihr bekommt per E-Mail den ganzen Stoff. Setzt euch wirklich hin und lernt, weil das ist ja viel, viel besser, als irgendwie in der Schule zu lernen. Ihr habt gar keinen Druck, ihr könnt euch hinsetzen. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie morgens um 8 aufzustehen, schlaft aus, steht auf, denn wenn ihr Lust habt, irgendwann setzt euch hin, lest da ein bisschen euer Material durch. Ihr seid zu nichts gezwungen, ihr habt quasi einen selber geregelten Schulablauf. Ist doch viel schöner, als von 8 bis 13 irgendwie in der Schule zu hängen, sondern ihr könnt es einfach so einteilen, wie ihr möchtet. Wenn ihr keine Lust mehr drauf habt, legt es weg. Wenn ihr wieder Lust drauf bekommt, dann holt es euch wieder, wenn euch zum Beispiel langweilig ist. Und genau, so könnt ihr zum Beispiel auch den Stoff nachholen und einfach alles lernen, was ihr eben nicht dort vor Ort machen könnt. Und findet einfach eine Beschäftigung bei euch zu Hause, schaut euch YouTube-Videos an, nutzt eure Zeit sinnvoll, aber wie gesagt, trefft euch nicht wirklich unnötig mit super vielen Freunden, sondern wie gesagt, reduziert das einfach mal. Das ist eben nicht nötig. Es ist nicht nötig, im Club irgendwo, keine Ahnung, was trinken zu gehen. Es ist nicht nötig, irgendwie draußen eine Shoppingtour zu veranstalten. Es ist nicht nötig, was weiß ich was. Wisst ihr, ich meine, alle Sachen, die nicht zwingend lebensnotwendig ist. Damit helft ihr ja wirklich allen anderen auch. Und ich finde, wir sollten wirklich eben das tun. Und ich finde, wir alle müssen uns da so ein bisschen ranhalten und eben so ein paar Abstriche machen, damit eben das Ganze aufhört und gestoppt wird. Weil wenn wir alle so denken, boah, das ist mir doch egal. So, ich habe mir auch gedacht, guck mal Leute, ich habe in 2 Wochen Geburtstag und ich wollte unbedingt an meinem Geburtstag in den Urlaub fahren. Ne? Wir waren vor lange nicht beim Urlaub, letztes Jahr war super viel Arbeit und es ging halt einfach nicht, die Termine. Ich habe die Termine nicht so hinbekommen, dass ich irgendwie mal eine Woche frei hatte und irgendwie sagen konnte, ich kann jetzt in den Urlaub fahren und so. Ne? Und zudem muss ich dann auch immer schauen, wie meine Eltern auch Zeit haben wegen dem Hund. Und da muss ich den Hund auch immer abgeben, erstmal, wenn wir irgendwie weiter wegfliegen wollen würden. Sorry, mein Akku hat irgendwie gerade angezeigt, dass ich nur noch 20% habe. Auf jeden Fall muss ich da halt wirklich immer so voll viel, auf voll vieles achten und ich habe es einfach letztes Jahr nicht geschafft und ich wollte unbedingt zu meinem Geburtstag jetzt wegfliegen. So, und wäre ich jetzt wirklich so super egoistisch, würde ich jetzt einfach sagen, das ist mir doch total egal. Also ich fliege jetzt einfach trotzdem weg, weil ich möchte meine Bedürfnisse in dem Sinne befriedigen und möchte jetzt einfach wegfahren. Das ist mir doch egal, was jetzt mit den anderen ist. Ich fliege jetzt auch mal auf die Malediven. Da ist doch noch gar nichts. So, wisst ihr, ich meine, ist doch gar nichts ausgebrochen, da sind die Fälle nicht so schlimm. Ich fliege da jetzt einfach hin, aber ich finde, das wäre einfach super, super egoistisch. Für die Leute, die jetzt zum Beispiel schon im Urlaub sind, da kann man natürlich nichts machen. Wenn die dann festhängen, ist ja dann deren Problem, sage ich mal. Weil, wie gesagt, die können jetzt eh nichts mehr dran ändern. Aber ich finde es einfach unverantwortlich, irgendwo in dieser Situation jetzt noch wegfliegen zu wollen, in Urlaub zu fliegen wollen, weil es ist nicht lebensnotwendig. Wenn ich jetzt nicht in Urlaub fahre, sterbe ich nicht daran. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Städtetrip mache, sterbe ich auch nicht dran. Deswegen sollte man wirklich Abstriche machen. Und auch wenn ich mir einen schönen Geburtstag gewünscht hätte, bleibe ich einfach an meinem Geburtstag zu Hause und mache einfach gar nichts. Ja, werde dann wahrscheinlich auch meine Oma und mein Opa nicht sehen und so. Aber es ist halt eben so, ne? Man muss es halt einfach hinnehmen. Auch wenn man Geburtstag hat, ist ja ein schöner Tag. Der wird ja bei uns eigentlich auch immer traditionell dann auch gefeiert. Und dann wird auch immer, also wir laden immer alle zum Essen ein. Entweder am selben Tag oder halt, wenn wir weggefahren werden, ein paar Tage später, wenn dann halt nachgefeiert wird. Aber das muss ja natürlich auch ausfallen. So wisst ihr, wie ich meine, weil es halt eben nicht funktioniert.
Gerade für die älteren Leute, da sollte man halt wirklich super vorsichtig sein, aber ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt noch sagen möchte. Ich habe auch bei Instagram gepostet, jemand hat mich gefragt, ja, gehst du älteren Menschen aus dem Weg? Da habe ich gesagt, ja, natürlich, weil sonst wäre das halt super egoistisch, wenn ich es nicht tun würde, weil wir müssen ja irgendwo auch Fortschritte machen und die Fortschritte werden erst stattfinden, wenn wir das alle ein bisschen ernster nehmen und alle, uns zusammentun und einfach Abstriche in unserem Leben machen. Und da gehört auch dazu, dass man die Eltern, also die Großeltern nicht besucht oder auch wenn ihr ältere Eltern habt, dass ihr ein bisschen Abstand vor denen haltet und die jetzt nicht besonders irgendwie abknutscht oder was weiß ich was. Und das wird ja auch in den Medien so gesagt und dann kriege ich irgendwie so richtige Hate-Nachrichten von einer Krankenschwester, die sagt, ich wäre egoistisch, sie müsste ja alten Menschen helfen, was ich mir denen jetzt einbilde, Abstand von alten Menschen zu nehmen. Also da frage ich mich wirklich, wie konnte sie die Ausbildung als Krankenschwester überbestehen, ja, wenn sie jetzt sowas von sich gibt. Also es ist halt die aktuelle Lage. Und eben gerade habe ich mir auch was auf Instagram angeschaut und zwar wurde ich auch gebeten von euch, das zu teilen. Es sind auch übrigens viele Fake News unterwegs und da würde ich euch auch bitten, euch erstmal zu informieren, ob das überhaupt stimmt, bevor ihr das wirklich teilt. Jetzt gibt es ja irgendwie sowas, ja, Ibuprofen ist ja irgendwie voll schlecht oder irgendwie, keine Ahnung, was mit Ibuprofen habe ich da mitbekommen, soll wohl auch irgendwie fake sein. I don't know, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was da irgendwie Stand der Dinge ist. Auf jeden Fall, Eilmeldungen, Tiere könnte ich nicht mit dem Virus anstecken. Tierheime melden einen extremen Ansturm von Menschen, die ihre Haustiere abgeben wollen. Leute, wie krank seid ihr? Gebt ihr auch eure Kinder ab, wenn die krank sind, in irgendwelche Kinderheime? Das habe ich mich echt gefragt, also das fand ich so, so schlimm. Und es ist ja auch schon eigentlich bewiesen, es wurden auch mehrere Katzen und so, stand da in Heinsberg getestet und also von den Leuten, die das halt bekommen haben, also Tiere sind davon nicht betroffen, Tiere könnte ich nicht anstecken und du kannst die Tiere auch nicht anstecken. Und dann hat Sonny heute auch was in ihrer Story gepostet, das fand ich halt auch so krass, Moment. Wenn ich das so sehe, ne, das ist halt echt schon schlimm. Hier wird halt so ein Hund gezeigt, der halt einfach ja, den Leuten weggenommen wird, weil die halt denken, dass irgendwie Hunde die ganze Situation noch schlimmer machen und halt gefährden. Also die Haustiere werden einem weggenommen. So, wie krank ist das denn? Das ist so, boah, wenn mir jemand Molly wegnehmen würde, oh mein Gott, ich würde die, glaube ich, echt, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Also, nee. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, wie gesagt, deswegen war ich einfach nicht in der Lage, irgendwie ein normales Video rauszuhauen, weil ich mir halt einfach denke, ich habe gerade gar keinen Nerv dazu, irgendwie belastet mich das Ganze auch so ein bisschen und ja, ich werde jetzt ab heute nur noch zu Hause bleiben, ich habe auch gesagt, ich treffe mich mit gar keinen Freunden mehr, ich gehe nirgendwo in eine Shisha-Bar irgendwie was essen, ich gehe ja nicht irgendwie in eine Shisha-Bar, um irgendwie Shisha zu rauchen, sondern halt eben, um was zu essen, aber das werde ich halt auch nicht mehr tun, ja, ich werde einfach nur zu Hause bleiben, zu Hause essen. Ja, das war's. Wie Manu immer so schön sagt, musst du jetzt unbedingt Burger essen gehen? Ein Toastbrot mit Salami macht dich auch satt. Ist einfach nur eine Kopfsache und das stimmt auch. Egal was du isst, es macht dich satt. Warum muss es unbedingt das sein? Ja, deswegen würde ich euch auch raten, bleibt zu Hause, meidet einfach ein paar Kontakte, die halt wirklich nicht unbedingt sein müssen. Wisst ihr, ihr müsst euch ja nicht mit euren ganzen Klassenkameraden treffen oder mit euren ganzen Freunden. Beschäftigt euch zu Hause, beschäftigt euch mit Netflix, beschäftigt euch mit Bücherlesen, beschäftigt euch mit Hausaufgaben machen, die ihr bekommen habt von der Schule. Beschäftigt euch eventuell auch damit, euren Nachbarn zu helfen. Und gerade Leute, das möchte ich auch noch mal ganz kurz ansprechen, wenn ihr eure Nachbarn zum Beispiel absolut nicht mögt oder wir hatten zum Beispiel auch eine ganz, ganz schlimme Nachbarin mal, die aber auch älter war, bietet auch bitte denen die Hilfe an. Ich meine, jeder im Leben hat eine zweite Chance verdient und nicht mal meinen größten Feind würde ich das wünschen. Deswegen bietet auch wirklich den Leuten an, mit denen ihr euch vielleicht nicht so gut versteht, einfach eure Hilfe an, wenn sie bei euch gerade in der Nähe sind. Und bietet denen einfach, ja, was Gutes an. Das Gute wird auch wieder zu euch zurückkommen, glaubt mir. Ja, und jetzt würde ich sagen, seht ihr, ich packe mir jetzt auch die ganze Zeit ins Gesicht. Würde ich sagen, passt einfach auf euch auf, bleibt alle gesund. Schreibt mir gerne, wie sich die Lage bei euch so verändert hat und schreibt mir gerne einfach so, wie euch die Lage oder wie euch die Situation betrifft. Das würde mich wirklich interessieren. Lasst uns ein bisschen in den Kommentaren quatschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald zu einem ganz, ganz normalen Video wieder und bis dann. Ciao und bleibt alle gesund.